weil die sind fromm. Die sind von Hajj zu Hajj, von Pilgerfahrt zu Pilgerfahrt. Ja? Vom Schlacht zu Schlacht, fi sabilillah. Vom Gedenken Allah zum Gedenken Allah. Von Amanuskreis zu Amanuskreis. Vom Freitagsrede zu Freitagsrede. Von Spende zu Spende. Ja? Von Almosen zu Almosen. Die verrichten immer die Abgabe. Die verpassen kein Gebet. Sie stehen nachts auf. Sie gedenken Allah, egal wo sie hingehen, rufen sie die Menschen zu Allah. Die 24 von seinem Leben geht es nur um Allah. Diese Menschen darf man beneiden im Islam. So wünschen, so zu sein wie sie. Das sind glückliche Menschen für mich, bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aber der, dessen Zeit, benutzt für die Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mensch ist für mich der Benachteiligte. Der ist im Verlust, den darf man nicht beneiden. Vielleicht, wenn du Tugend hast, musst du dich hinsetzen und für ihn weinen. Weine um diesen Menschen. Bitte Allah um Hilfe für ihn. Weil dieser Mensch ist tot. Er geht auf Erden, aber sein Herz ist tot. Kein Licht drin, kein Iman, keine Überzeugung. Er behauptet, er ist Muslim. Aber er ist tief in Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst für ihn weinen. Ja Rabbi, bring meinen Bruder zurück. Ja Rabbi, bring diese Schwester zurück. Bring die Jugend zurück zum Islam. Bring sie zum Erfolg. Ja Allah, lass sie verstehen. Ja Allah, sie verstehen nicht, diese Menschen. Ja Allah, weck sie auf. Sie sind am Schlafen. Sie sind unachtsam. Weil diese Menschen, ehrlich gesagt, sind ein Verlust. Wenn sie so sterben werden, sind ewig im Verlust. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren für diesen Verlust, inshaAllah. Der Gesandte Allah sallam sagt, zwei Gaben Allah subhanahu wa ta'ala werden von den Menschen viel benachteiligt. Viele Menschen vernachlässigen oder benachteiligen diese zwei Gaben, ist die Gesundheit und Freizeit. Freizeit und Gesundheit, liebe Brüder. Das sind zwei große Gaben, weil nach der Gesundheit wird Krankheit kommen und nach der Freizeit wirst du beschäftigt sein. Also benutze eure Zeit auch, inshallah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Ungefähr kurzes Zusammenfassen dieser Sache, inshallah. Eigentlich wollte ich für die Schwestern was machen, aber weil ich sehe sehr viele neue Gesichter hier, inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer wieder diese Gesichter sehen können, inshallah. Letzte Woche haben wir gesprochen, ich ändere jetzt die Meinung, die Sitzung ganz schnell, inshallah. Wir haben gesprochen über die Frau im Islam, die Pflicht der Ehefrau im Islam. Und ich werde ganz schnell den letzten Teil, inshallah, davon machen, 10 Minuten, vielleicht schaffe ich das noch. Ungefähr, wir haben vieles erwähnt über die Frau im Islam. Und dann bin ich angekommen bei einer sehr wichtigen Sache. Eine der Pflichten der Ehefrau im Islam ist beispielsweise, dass man, wenn der Mann, weil ein guter Empfang, den Mann gut empfangen, inshallah, wenn er von der Arbeit beispielsweise kommt, beispielsweise du arbeitest 8 Stunden die ganze Zeit, früh oder spät oder nachts, besonders wenn du Frühschicht früh aufstehen musst, und du arbeitest die ganze Zeit und du leidest wegen der Familie, damit du Geld nach Hause bringst, sie versorgst, du Allah subhanahu wa ta'ala, dann kommst du so kaputt von der Arbeit und Stress von diesen Leuten, a'udhu billah, und du suchst nach Ruhe und Gelassenheit. Und die Frau, haben wir gesagt, die Rolle der Frau ist wie die der Nacht. Weil wenn du beispielsweise nachts ist dafür da, dass man sich zurückziehen kann und sich ausruhen kann und seine Ruhe finden kann und Gelassenheit finden kann, alhamdulillah, rabbil alamin. Das heißt, die Frau spielt diese Rolle. Wenn der Mann von der Arbeit kommt kaputt, sie soll diese Rolle spielen, sie soll ihm diese Ruhe schenken. Aber sagt der Gelehrte, eine der Pflicht der Frau, wie soll die Frau das machen? Das heißt, wenn er reinkommt, wenn er die Tür aufmacht, er sieht ein schönes Gesicht vor seinen Augen, mashallah, mit einem Lächeln. Er sieht dich mit einem Lächeln im Gesicht. Die Frau soll lächeln in sein Gesicht, mashallah, oder ein schönes Wort, ein liebes Wort. Das ist der Pflicht der Ehefrau im Islam, das ist was der Umgang, das ist ein Benehmen der Frau im Islam, die muss sich so benehmen, wenn der Mann kaputt ist, um ihn zu ermutigen, um ihn zu stärken, inshallah. Aber sag, sei nicht wie die Frau, na'udhu billah, wenn der Mann reinkommt nach Hause, mashallah, kaputt, und der ist am Ende von dieser Arbeit, sagt er, mashallah, direkt fängt sie an zu klagen. Ja, Waschmaschine ist kaputt, Kühlschrank ist kaputt. Fleisch fällt, du hast die Geflügel nicht mitgebracht, du hast Brot, der arme Mann, sagt er, Wiedersehen, dann dreht sich um und geht weiter. Er wünscht sich nochmal 8 Stunden zu arbeiten, vielleicht besser als zu Hause zu bleiben. Deswegen ist ein Rat für die Schwestern, die sollen sich so benehmen, inshallah. Und dafür wirst du belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und sagt, dann trifft sie so mit traurigem Gesicht, kaputtem Gesicht, sie hat alles zu Hause, was sie braucht. Sie vergisst, dass es andere Kinder gibt und Frauen gibt, die wirklich keine Decke haben, die haben keine Klamotten, die haben kein Essen, kein Trinken, sind barfuß in minus 20 Grad. Oder in Afrika, die Menschen trinken dieses dreckiges Wasser, subhanallah. Dreckiges Wasser. Und du klagst, weil vielleicht du hast 4 Sorten von Wurst oder Salami, aber die anderen nicht. Ja, subhanallah. Ist unser Leben abhängig von einer Salami? Unsere Ehe ist abhängig von einem Salami-Stück, subhanallah. Oder wo ist die Kohle? Du hast keine Kohle, hast Fanta gebracht. Allah yadik. Ist doch gut, dass du was zu trinken. Weißt du? Nein, du musst zurück. Allah, ich bin kaputt. Nein, du musst zurück, sonst gibt es Ärger heute. Kein Schlaf mehr und kein nichts mehr. Ich bin kaputt. Nein, geh zurück. Das heißt, ein Sheikh hat gesagt, einmal subhanallah, wir sind so abhängig von Cola geworden, sagt er, ob wir subhanallah, unsere Mütter haben uns Cola gestellt. Und nicht Milch, subhanallah. Und hat gesagt, ein bisschen Spaß ist richtig so. Das war Sheikh Mohammed aus Bord, hat gesagt, subhanallah,
Astaghfirullah. Das ist Ihr Mann, das Ajib. Er hat einmal gesagt, das Baby sagt eigentlich, er ruft dann nach Milch oder so. Er sagt, nein, der kleine Baby, jetzt bei uns sagt er Cola, nicht mehr so, weißt du, Milch oder so. Das heißt, subhanallah. Dann hat er gesagt, du sollst nicht so sein wie die, inshallah, rabbil alamin. Sagt, der Mann hat den Wunsch, wirklich zurückzukehren, da, wo er hergekommen ist. Sagt, aber sei zu, gehöre zu den Frauen, mashallah. Und sei nicht wie die Frauen, a'udhu billah, wenn der Mann nach Hause kommt, du triffst ihn, mashallah, du bist angezogen, alhamdulillah, aber du trägst die Kleidung, du kriegst die Kleidung, also beispielsweise diese, kennst du diese Tücher, was man braucht zum Kochen, ja, diese Tabletten, wie heißt, ja, Schürze, du trägst die Schürze, die ganze Zeit bist du am Kochen, sagt diese Schürze, mashallah, riecht nach Zwiebel oder nach Knoblauch und sie ist graviert mit Tomatensauce, hat er gesagt. Sagt, so sollst du nicht sein. So, der Mann hat keine Lust, dich anzugucken. Hat keine Lust, der Arme. Du machst ihm das Leben schwer. Zum Gegenteil. Du bist dafür da, um ihm sein Leben leichter zu machen. Genauso der Mann. Die Brüder lachen jetzt. Aber bald kommt seid ihr dran, inshallah. Ihr werdet sehen, was für Pflicht er hat gegenüber den Frauen, inshallah. Dann werdet ihr alle, glaube ich, nicht mehr lachen. Sag, und das, Al-Gharib sagt, das Außergewöhnliche und das Komische, sagt, diese Frauen, wenn sie rausgehen werden, sie ziehen sich am besten an. Und sie schminken sich und sie schmücken sich, mashallah. Beste Parfüm gehen sie raus. Aber zu Hause nichts. Der arme Mann. Und sagt, ich liebe dich. Du liebst deinen Mann, aber du machst dich schön für die anderen. Das ist nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Deine Liebe ist nicht in Ordnung. Wenn du deinen Mann liebst, du machst dich schön für deinen Mann. Du erfreust deinen Mann, nicht die Männer, astaghfirullah. So ist eine fromme Frau. Und wollte ich die Geschichte erzählen, da war letztes Mal das Gebet. Ich hoffe, dass ich die Geschichte nicht alles schaffe. Jetzt achtet wirklich darauf auf diese Frau. Das ist eine Frau, ein Sahabiyya, eine Frau von Sahaba, radiallahu anhu. Die heißt Ummu Salim. Das heißt, egal was für ein Zustand du bist zu Hause, du bist am Kochen, du bist am Arbeiten, wenn du hörst, bald kommt mein Mann. Ich koche, alhamdulillah, aber ich schminke mich. Ja? Aber mach nicht so viel Schminke, weil das ist nicht gut fürs Gesicht. Aber diese, keine Ahnung, wie die heißen, diese Gesichtpuder oder wie die heißen, das ist auch, das ist Chemikalien, das ist nicht gut fürs Gesicht. Das heißt, ein bisschen Kochel für die Augen, mashallah. Ich weiß nicht, wie die anderen heißen, diese, für die, nicht Lippenstift direkt, aber es ist was anderes. Das ist so ein kleiner Stift für die Lippen, das sollte man auch machen für den Mann, alhamdulillah, und aussuchen, welche Farbe er liebt, welcher Geschmack, Himbeer oder, das ist wichtige Sachen, subhanallah. Das ist wallahi sehr wichtig, ich will jetzt, aber es ist die Wahrheit. Da freut sich dann und sagt, oh, mashallah, meine Frau kümmert sich um mich. Meine Frau gibt mir, respektiert mich, mashallah. Meine Frau gibt mir mein Recht. Dann, wallahi, du siehst, dein Mann ist für dich wie ein Diener danach. Dann verdienst du so viel Respekt von deinem Mann, du gewinnst so viel Liebe und Respekt. Und anders soll der Mann sich auch schön machen wie seine Frau, aber nicht schminken. Sayyidina Umar hat gesagt, ich mach mich genauso hübsch für meine Frau, wie sie sich hübsch macht für mich. Also das heißt nicht nur die Frau machen. Ich kann, weiß, laden, wo Bodies verkaufen sollen. Also wie gesagt, also diese Ummu Salim, sie war in einer wirklich schweren Lage. Und sie hat wirklich ein Problem, eine Prüfung von Allah bekommen. Aber achtet, obwohl diese Prüfung so hart ist, wie sie reagiert hat. Wie sie wirklich reagiert hat. Ich hoffe, die Zeit reicht schon. Die Frau ist Ummu Salim. Diese Frau achtet darauf, wie sie ihren Mann empfangen hat, obwohl die so stark geprüft wird. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagt, Abu Talha radiallahu anhu hat um die Hand von Ummu Salim gebeten. Sie hat gesagt, du bist ein Mann, den man nicht zurückweisen kann, also den man nicht ablehnen kann. Aber, sagte zu ihm, aber ich bin ein Muslimer. Deswegen diese Frau nennt man die Frau mit den teuersten Brautgabe. Sagt, ich bin Muslimer und du bist kein Muslim. Also sagte, ich darf dich nicht heiraten im Islam. Sagt, wenn du Muslim bist, willkommen. Meine Brautgabe ist dein Islam. Das heißt, ich brauche nichts von dir. Werd Muslim und das ist meine Brautgabe. Deswegen, es gibt nichts teurer als der Islam in dieser Welt. Das Wichtigste in dieser Welt ist der Islam. Für sie, ihre Brautgabe war der Islam, sein Islam. Und er ist auch Muslim geworden danach und hat sie geheiratet. Und er war auch danach ein sehr starker Sahabi, dieser Abu Talha, radiallahu anhu. Dann hat er dann sie geheiratet. Als sie dann geheiratet hat, alhamdulillah, sie wurde schwanger. Sie hat einen Jungen bekommen. Sehr, sehr hübscher Junge, mashallah, sehr schöner Junge, hübscher Junge. Und kann Abu Talha yuhibbu hubban shadidan. Abu Talha hat ihn sehr, sehr lieb gehabt. Er hat ihn richtig geliebt. Sagt, dann der Junge hat gelebt, bis er angefangen sich zu bewegen, mashallah, zu spielen und zu krabbeln ein bisschen. Eines Tages, er wurde sehr, sehr krank, dieser Junge. Also sehr, sehr, sehr krank. Der Vater ist sehr, sehr traurig geworden. Es war eine harte Prüfung für den Vater, weil der Vater ihn sehr geliebt. Und der Vater ist irgendwie schwach geworden. Ja, das waren sehr harte Schmerzen für ihn. Eines Tages, der Vater war draußen, der Sohn stirbt. Aber achtet auf die Reaktion dieser Mutter.